Meiner Frau willst du nicht widersprechen. So, weiter geht's. Jawohl. So, wir bleiben auch hier erstmal bei dem Schema, dass wir erst alle Rechtskurven untersuchen, quasi, was es da so gibt. Aber nicht zu viel Gas geben, ne? Mäh. Ah. Hier geht's nach oben. Hier gibt's Seile vor allen Dingen. Ja, geil. Seil und Benzinkanister. Benzin. Warte mal. So, ich habe jetzt auch schon mal die Dingens aufgeladen, die Kettensäge. Oh, ganz viel Seil. Ganz viel Seil. Ich kann die Seile nicht mehr aufnehmen. Oh, ist das ärgerlich. Kannst du die Seile aufnehmen? Habe ich schon. Nein. Obwohl, jetzt durch... Durch deine Kartografie wissen wir ja, Gott sei Dank, wie wir jetzt da hinkommen. So, lass uns mal gucken, wo wir rauskommen. Ach, warte mal, hier ist auch Stoff. Wo? Wo? In den Kisten hier. Direkt sneaken, ey. Ich brauch Stoff. Also, den Stoff hier. Obwohl, das hat denselben Effekt. Ich sag nichts. Hier sind noch drei. Ja! Oh, das... Hallo. Niemand stellt sich zwischen mir und meinen Stoff. So, alles aufgesneeft und weiter. So, dann... Pass auf, warte hier unten ist, oder geh du hoch? Sag mir nur, was das für ein Höhleneingang ist oben, ja? Ja. Also entweder ist das so ein Loch, wo direkt das Seil drin hängt, oder es geht da nochmal irgendwie weiter. Ich sag dir Bescheid. Ja. Aber so weit, wie es hochgeht, würde ich sagen, das ist ein Höhleneingang. So ein Loch. Ich sehe übrigens noch nichts, wa? Willkommen im Dark Windows Emulator. Ja, hier ist ein Loch. Und hier steht sogar eine Hütte von uns. Wir sind... Okay. Ach, das ist der... Wie kann man das jetzt nennen? Außencheckpoint davon. Okay, dann kommen wir da runter. Habe ich markiert. Ja, Ruckel, danke. Ich komme jetzt runtergeschleift, ey. Ja. Und wieder da. Okay, weiter. So, jetzt laufen wir quasi zurück. Jetzt geht's auch wieder die Rechtswege rum. Das sind dann die ehemaligen Linksabbiegungen. Ja. What? Ich häng fest. So, ich glaube, hier hinten ist noch was. Genau. Okay. Hier ist ein Seil. Aha. Und hier geht es doch ganz schön tief runter. Ja. Ah, Felsspalte. Jung und knackig, was? Na? Ist hier irgendwie weiter? Ne, okay. Oh, Unpass. Chill mal deine Base, Alter. Hast du gesehen, ob wir hier auch irgendwie links-rechts machen können? Ich glaube, das war jetzt nur ein gerader Ausgang. Okay. Dann komme ich jetzt zu dir geslived. Ja. Wie? Jetzt sogar noch ein Feuer von uns, Alter. Buddy anmachen, Alter. Ich schwöre dir, ich hau dir sowas von auf die Fresse.
Ich glaube, hier ist der Teil, wo wir schon mal was gesprengt haben. Guck mal. Der hat die schief angesehen. Ich habe mal dafür gesorgt, dass er es nicht mehr tut. Danke. Bester Mann. Ui. Wie meine Mutter. Komm her! Wie meine Mutter. Und deine Zähne fange ich im Flug auf, wa? So. Also, wir kamen von hier. Ich habe wieder 10 Rüstungsteile, ich kann nichts mehr machen. Also 10 Rüstungsteile im Inventar. Plus auch noch ganz viel Mutantenhaut. Okay, ich habe jetzt tatsächlich so viel auf die Fresse gekriegt eben. Also dann die letzte Stunde schon, dass ich nichts mehr habe. Im Inventar meine ich. Achso. Na dann mach dir Vorrat, alles gut. Ja, ich trage, wenn ich oben bin, tatsächlich die Echsenhaut. Ja. Sehr viel, weil... Die Mutanten, ne, die, ach, sag schnell, die kann ich ja mit dem Bogen und weglaufen. Ja. Ja, das ist so meine Strategie, in Anführungszeichen. Das ist aber jetzt hier ein großer Raum, ne? Ja, lass uns erstmal gucken hier, wo die Zelte sind. Ja, hast du die schon eingezeichnet? Noch nicht, aber hier gibt es Sodas, hier gibt es Pistolenmunition. Wie, Pistolenmunition? Achso, diese... alte Pistolenmunition. Diese Musketenmunition. Ja. Ich kann nichts mehr tragen. Soda, ja komm, dann trink Soda. Alkohol. Geht immer. So, Tücher waren hier auch. Alkohol, genau. Alkohol. Oh, hier wieder. Stöcke. Ja. Ach, hier ist... Ist das hier was zum Sprengen? Ja. Ist das was? Weil dann, ich habe noch ein Dynamit, dann mache ich das. Nee, das... Du hast das schon aufgesprengt. Das ist schon offen. Ach, das ist schon aufgesprengt. Okay. Dann Speer und Taschenlampe. Ja, weil da geht nämlich auch wieder ein Seil runter. Aber lass uns gleich erstmal hier nach links gehen und den Rest von dieser Höhle suchen, sich angucken. Mach doch den Weg hier. Lass uns doch gucken, was hier ist. Warte mal, was ist das denn hier? Da ist nichts drin. Ach, schade. Die mal gucken, was das ist hier. Die Kiste ist irgendwie nicht existent. Wow. Hier geht's noch weiter runter. Ach, hier ist König Arthur. Mit Pistolenmunition. Pistolenmuni? Ja. Und hier ist ein Spalt. Boah, Alter, diese Hülle ist so groß, ne? Ja. Glaube ich. So, Musketenmunition habe ich. Ja. Wo ist der Spalt? Hier bei mir. Ja. Dann geht hier ein schmaler Gang weiter. Dann sind wir wieder in einer großen Höhle mit Wasser und allem Pipapo. Ja. Ja. Ach, wir sind bei dem Wasserring. Okay, jetzt wird's ein bisschen drastisch, Alter. Wir sollten vielleicht doch erstmal zurückgehen. Wir sollten vielleicht für Dingens. Ach, sag schnell.
für den Wasserring vielleicht eine eigene Map machen. Ja, alles was zusammenhängt, versuche ich auch zusammenhängend zu erfassen, aber das... Wir haben jetzt noch 3 Abbiegungen offen bisher. Die sollten wir erstmal machen, bevor wir hier weitergehen. Dann sollten wir die erstmal machen. Ich esse erstmal was, Sekunde. So, und weiter. Ja. Also wir müssen jetzt eine Feldspalte rein. Dann müssen wir 2 Seile hoch und durch das Sprengungsloch. Dann sind wir wieder in dem Raum, wo wir noch eine Abbiegung erstmal haben. Wow. Ich sag dir, das Kartografieren, Alter, das wird uns weiterbringen, auf jeden Fall. Ja. Vor allem, wenn wir dann auch sehen, was alles in dieser Karte oder in dieser Höhle drin ist. Ja. Und wenn wir dann noch es schaffen, die Höhleneingänge irgendwie auf einer anderen Map, die ich mir zeichne, zu verzeichnen, wo die sind in Relation zu unserem Hauptlager, Alter. Dann, ey. Keine Ahnung, da würde ich dann sagen, okay, holen wir uns die Karte aus dem Internet. Ah, mal gucken. Ich habe hier so ein 1000-Euro-Tablet mit Zeichenstift. Das ist ganz nass im Höschen, wenn ich davon spreche, Karten zu zeichnen. Ja, aber Google. Hier sind Koffer und ich glaube, hier um die Ecke sind auch nochmal Koffer. Ja. Jawohl. So, das war jetzt... Warte, wo sind wir denn jetzt? Hier. Gut, dass du weißt, wo wir sind. So. Hier ist dann Alkohol. Da hoch. Ja, schreibe ich auf. Ich kann nichts mehr tragen, Alkohol. Ja, Sekunde, das regeln wir. Wird direkt verwertet, wa? Ich mach davon Sprengstoff, Alter. Ich mach doch aus Mollys. Und jetzt mache ich Sprengstoff. Aber ich habe auch schon 3 Sprengstoff. Schon im Inventar, also. Für den Fall der Fälle. Nein! Welcher war das denn jetzt? Ach, hier ist die Kettensäge. Lol. Oh, das waren alles keine Semtex-Bomben. Krass. So, Kettensäge und Benzin ist hier direkt. Nice. Und Seil. Wo? Wo? Lol, nice. So, hier geht's aber noch weiter. Ich kann keine Benzinkanister mehr tragen. Geil. Ein Seil. Waren wir hier schon? Laut deiner Karte? Nee, ne? Nein. Okay. Boah, Junge, ich bin so gespannt auf die Karte gleich, wenn die fertig ist, ne? Hier ist da ein Felswand. Ah, und ein Taucherbereich, ne? Ja. Ja. So, das heißt, linksrum ist Taucherbereich. Boah, ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr. Aber ich bin über Wasser. Oh, Gott sei Dank. Hier ist die Kletterwand. Kletterwand. Warte, dafür muss ich mir ganz kurz ein Symbol ausdenken. Och, und hier geht es weiter. Ich geh kaputt, ey. Kletterhaken, da.